Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wizards Lizard. Ja, ich bin ja noch ein bisschen enttäuscht vom letzten Part. Der Boss ist ja mega stark und wahrscheinlich ist es auch gewollt, dass wir den Boss noch nicht so besiegen können. Eher für Profis natürlich, jetzt lachen die Profis, aber für mich ist er wahrscheinlich wegen der Steuerung und weil wir auch ein bisschen langsamer waren durch die Schuhe ein bisschen schwer und ja, die Taktik habe ich jetzt auch noch nicht so gut raus. Seitwärts laufen ist easy gesagt, der Raum ist zu klein gewesen und die Zombies haben mich ja gefesselt an einen Ort schon fast. Aber hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück mit den Plänen und können da mal ein paar finden. Ja, die Axt ist sehr langsam, da müssen wir aufpassen. Dafür ist sie wahrscheinlich stärker. Was ist denn das für ein bösartiges Versteck gewesen? Das war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Im ersten Raum schon ein solches Teil. Ah, fängt doch gut an, ey. Gott, oh Gott. Ein Händler. Einen Orb. Den Held möchte ich gerne. Okay, nur Totem. Ach Mist. Na, jetzt gibst du mir Fleisch. Das brauche ich jetzt aber noch nicht. Das Gute an der Axt ist, sie verbreitet sich. Wie sagt man dem? Ja, sie prallt ab, genau. Das war das Wort, was mir auf der Zunge hing. Also hier ist nichts, außer Zombies. Sehen wir jetzt nicht alle. Ist leider sehr langsam, ich brauche ein Buch. Ein Attack-Geschwindigkeitsbuch. Hier ist das Ende. Geld, sehr schön. Wenn jetzt ein Buch, ein Ding, eine Planhändlerin kommt. Das wäre nett. Was macht dieses Teil? Wenn wir auch jetzt rausfinden können. Vielleicht habe ich schon mal rausgefunden. Im ersten oder im zweiten Part, aber weil das schon längere Zeit her ist, kenne ich das gar nicht mehr. So. Bisschen komisch beim Abprallen. Wir
tausend Geld. So, was ist hier? Ah, so ein Rang. Ich darf die Axt nicht überschätzen, weil sie sehr langsam ist. So, jetzt holen wir das Teil, den Rechenschieber und gehen in die nächste Ebene. Holen noch das Fleisch oder was das war. Ja, das war ein Schinkenstück. Also, es geht das. Abacus. Das ist der latinische Name oder altgriechische Name. Da ist es. Display Numbers during Combat. Die Nummer? Was ist die Nummer? Was? Das hat uns verlangsamt, vergiftet irgendwie. Okay. Ebene 2. Sehr viel Geld schon im Eingangsraum. Was ist hier? Der Händler. Fleisch. Schuhe. Battle Mage. Shoes. Increased Soul Power. Was macht das Törtchen? Auch Lebensenergie. Puh. Die sind so schwer. Schnelligkeit bei einer langsamen Waffe kann man die eigentlich gar nicht oft genug treffen. Aber immerhin nur 10 haben wir verloren. Fast noch reingelaufen. Oh, bin ich wieder mal leichtsinnig. Aber wir können uns mit Leben aufdecken. Zu decken, alles möglich. Haben wir sogar nochmals ein Leben mehr. So, die Dinge habe ich getroffen. Komm schon. Boom, hat sie sich in Luft aufgelöst. Sie ist explodiert. Genau, deshalb greife ich Fässer nicht mehr so an.
Hier geht's schon weiter, okay. Ah, ich lerne, hä? Ich bin jetzt nicht so der Geschicklichkeitsspiel-Experte da. Tut mir leid, wenn ich manchmal fehle. Ich spiele eigentlich sehr wenig Geschicklichkeitsspiel. Und eben die Steuerung macht mir einen großen Geschicklichkeitspunkt minus. Vor allem, wenn ich also sehen den Ding angreife. Den Händler. Also was ist unten? Komm schon, unten ein schöner Raum. So ein Raum. Kann man irgendwie die Spinne zu töten oder so? Wie kommt man denn an diese Teile? Ah, schön. Schamanic Tunic, okay. Gut. Und jetzt hier drüben. Ich habe extra gewartet, bis der der Schaufelschmeißer dort hinkommt. Dann habe ich ihn abgeschossen. Eine Blue Candle. Was macht die? Jetzt kommt meine Katze. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Aber Dankeschön, dass du da bist. Kannst du mich auch heilen? Nein. Dann versuch was mehr. Also, den nehmen wir mit. Den anderen lassen wir halt. Nehmen wir auch mit. So, und jetzt gehen wir nach links. Und dann nach unten. So. Die hat ein paar Problemchen, meine Katze. So, nächste Ebene. Ah, komm. Jetzt nochmal bitte eine neue Waffe oder ein Amulett. So ist es leicht, wenn man die gut ausweichen kann, wenn wir Platz haben. Sie greifen nicht so schnell an, das ist auch sehr gut. So. Was haben wir denn in den Gegenständen drin? Nichts. Okay, gehen wir weiter. Mit die abprallen. Kisten, es sollte mehr Kisten geben. Schuhe.
So, Spray Power, das war das andere. Schnelligkeit. Totem-Effekt. Wie setzt man dann wieder? Nein, nicht die. Hallo? Den kann ich gar nicht einsetzen. Wieso kann ich denn diesmal nicht einsetzen? Ah, wurde was wieder eng umgestellt. So, machen wir das so. Darum konnte ich den auch im Endkampf das letzte Mal nicht einsetzen. Ist ja klar. Hallo, was ist jetzt mit der Steuerung los? Ah, ein Ventilator. Sag doch erst eine. Dass der so stark ist. Ah, ich habe mich so auf den Gegner konzentriert, dass ich das gar nicht gesehen habe. Okay, dann lehrt er aus. Ist ja ganz klar. Du konnte nicht mal auf die Seite gehen. Wusste ich gar nicht, dass die so stark sind. Oh Gott. Ach, da sagt man doch das CS gar nicht. Ich wüsste schon, was das etwas so ist, aber dass es so stark zieht, oder? Wusste ich nicht. Gebt mir mal ein paar Äpfel, damit ich nichts kaufen muss. Sieht nicht so gut aus. Schade. Also eben oben war ich. Mal schauen. Ist alles fertig. Gut. So, jetzt nach unten. Ja, toll. Jetzt habe ich genug Platz zum den besiegen. So zu besiegen. Oh Gott. Das Spiel bringt mir noch zu meinem Herzinfarkt. Also es war ein sehr schwerer. Also ich hätte, auch wenn ich es gesehen hätte mit dem Ventilator, also geahnt hätte, nicht gesehen, hätte ich doch auch Leben verloren. Ah, gut. Und das ist einfach ein Buch des Totems. Das ist ja gleich. Und das ist, denke ich mal, stärker. Okay. Ja, toll. Ich muss das irgendwie umändern dann. Konnte gar nicht. Dann weg. Ja,
Geh mal weg da. Ist schon wieder ein Dreier. Die Nerven, also das ist eigentlich eines der schlechtesten Futures in dem Game. So, 500 Gold mehr in der Stadt. Kann ich jetzt einfach zurück? Nein, kann ich nicht. So. Dort oben ist noch ein Rang. Gebt mir ein bisschen Leben. Ach, herrje. So. Das bessere Buch wieder mitnehmen. Und jetzt hier oben. Ist wahrscheinlich das Ende schon. Oder noch nicht. Hier ist alles geklärt. Okay, ein Werwolf. Zwei Werwölfchen. Ja, die sind jetzt auch nicht mehr so schwer zum Ausweichen und so. Man lernt gut dazu. Ich kann immer besser stellen, eigentlich. Und noch eine Schatztour vor dem. Noch nicht? Okay. Okay, jetzt wurde ich getroffen. Weil ich nicht mehr seitlich ausweichen konnte. Aber trotzdem, wir haben 40. Sehr schön. 40 Leben plus nochmals 50 oder so. Aber eine schlechte Waffe. Langsam. Wir müssen mit Totems arbeiten. Außer in der Schatztruhe ist was Besseres. Gucken wir gleich mal. Einen Helm. Was brauche ich denn Helm? Increased Attack. Okay, das ist natürlich besser als der Totenhelm. Was gibt der Totenhelm genau? Nochmal schauen. No cooldown, okay. Vom Toten. So. Was ist hier? Nichts. Okay. Puh. Noch etwas kaufen. Können wir überhaupt etwas leisten? Ich glaube nicht. Muss ich schauen. Dort unten. Also nochmals kurz die Zeit ein bisschen. Mich ein bisschen ausruhen. Ja, es ist zu teuer beides. Okay, ist egal. Wir gehen jetzt zum Boss. Habe ich mich erholt? Ah, ja, ja. Gut durchmachen und reingehen. Alles oder nichts. Ja, toll. Schon mal den ersten Angriff nicht ausweichen kommen.
ganz anderer Angriff als das letzte Mal. So viele. Und wie soll ich denn angreifen mit der schwachen Waffe? Langsamen Waffe. Ja, den schaffen wir auch nicht. Ja. Unmöglich, den auszuweichen, der hat so große Reichweite. Und jetzt sind noch die da. Genau, jetzt sind natürlich die da. Schauen, dass der da zu den, zum Explosionswasser kommt. Ja, ausweichen. Unmöglich. Hallo? Sekunden. Der machte gar keinen Schaden. Unmöglich, der ist noch unmöglich. Okay. Play again. Was bekommen wir jetzt? So. Bekommen wir eigentlich noch mehr Quests über? Oder was sollen wir jetzt machen? Die Tunic ist jetzt hier. Der Speer, ich nehme mal den Speer. Der ist besser. Der gefällt mir. Okay. Ich rede mal mit allen nochmals. Es bringt herzlich wenig. Es ist das Ziel des Spiels. Einfach den Boss zu besiegen. Und wie? Kann ich doch nicht besiegen. Niemals. Also wir haben mal mega Glück und haben mehrere von diesen Sperren und alles mögliche. Jetzt zerstöre ich eure Behausung komplett. Also ich werde es nun mal versuchen und nächstes Mal zeige ich euch, wie ich dann beim Boss weitergekommen bin. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Kurioses Game.